Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar wurde ich von Gausund angefragt, so, da sind sie, ob ich, also die haben meine Videos gesehen, zu den Steckdosen, die ich gemacht habe, ob ich vielleicht die Nachttischlampe von denen mal testen wollen würde. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar. Weil die habe ich schon mal gesehen, da war sie in Deutschland aber nicht lieferbar. Energiesparstufe A, die ist ein bisschen größer als die von Meros. Und ich will mal gucken, wo da die Unterschiede sind, 16 Millionen Colors. Und ob die vielleicht auch diesen Rotfilm hat. Also bei der Meros-Lampe ist es zum Beispiel so, wenn die komplett aus ist, leuchtet das immer noch so ein bisschen ganz leicht rot von der roten LED, die unten drin ist. Und da wollen wir mal gucken, ob das auch so ist und ob die vielleicht ein vernünftiges Warmweiß hat. Also als Nachtlicht normal verwendbar ist. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir packen erstmal die Lampe aus. Gucken sie uns an und Einstellungen und so machen wir dann in einem separaten Video. Da ist auch jetzt nicht großartig was zu sehen. Wir packen sie halt aus und da ist die Lampe schon. So. Machen wir das Verhüterli ab. Und die sieht sehr schön aus. Und noch ein schöner dicker Gummifuß. Oben ist auch noch mal erklärt, was ist. Hier haben wir dann auch noch mal eine Anleitung. Brauchen wir nicht. Ich sage euch so wie das ist, ihr braucht keine Anleitung, um das Ding einzustellen. Ich werde es euch in dem Video dann auch zeigen, dass die eigentlich ruckzuck verbunden ist mit der Homebasis, also mit der App. Etwas über 80 cm ist der USB-Kabel. Reicht dicker aus. Wir haben auch einen Wandadapter mit bei, den brauchen wir jetzt nicht. Den brauche ich auch in meinem Schlafzimmer nicht, weil den packe ich mir auf Halde, weil ich habe da eine Steckdose mit USB-Anschlüssen. Ja. Brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir halt hier nochmal eine Anleitung. Die bebildert und sehr gut ist. Und hier ist auch die ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gausund App. Die brauche ich jetzt nicht extra nochmal runterladen. Ihr habt hier einen Strichcode drin. Ich muss mal gucken. Das Gerät mit der Gausund App. Also hier unten ist für iOS-Geräte, oben ist für Android-Geräte. Ja, das sind die Strichcodes. Aber die brauche ich jetzt nicht. Und hier steht dann auch nochmal erklärt, wie ihr die Lampe in euer Home-Netzwerk einbinden könnt. Ist wirklich Schritt für Schritt bebildert, braucht ihr aber nicht, weil es funktioniert, also das ist kinderleicht. Ihr braucht nur die App, sagen, welches Produkt und fertig ist. So, dann gucken wir uns die Lampe auch mal an. Wir haben, ich muss meine Brille holen, Moment. So, ich habe meine Lesebrille auf. Und das ist ein Aufkleber, da braucht ihr keine Angst haben, dass man das immer oben drauf bleibt. Ihr könnt da einfach abziehen. 4 Tap Top Twin Insource. Ah, okay, wir haben hier oben ein Tab irgendwie. Müssen wir gucken. Color Slide. Ah, hier können wir Color sliden. Wenn wir hier nach links und rechts machen. Das ist ja cool. Bridget Slide to Bridget, also das denke ich mal an- und ausschalte, Knopf. 5 Sekunden to Pair. Achso, hier steht auch 5 Sekunden gedrückt halten für Pairen, aber braucht man nicht. Und 2 Bridget to Slide, okay. Okay. Und was haben wir hier unten?
Smarte Bedside-Lampe. Modell LB3. 6 Watt. Also Power, LED Power 6 Watt. Auch hier unten schön Gummi. Also das ist ein riesen Gummiring. Dadurch sitzt sie halt schön fest. Wackelt nicht. Also ist auf jeden Fall größer als die andere. Hier vorne steht auch Gosund drauf. Ich zeige euch die anderen Gosund. Hier haben wir dann halt den Knopf. Hier haben wir einen Slide irgendwie. Das werden wir testen. Hier haben wir einen Slide. Und hier soll auch oben irgendwie sein, wenn wir darauf drücken. Das werden wir mal testen. Da bin ich mal sehr gespannt. Also optisch sieht sie gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Hat was. Würde ich jetzt so im ersten Umblick mal sagen. Und wir haben halt nur einen USB-Anschluss hinten noch dran. Das war's. Ja, dann würde ich sagen, Unboxing und Hardware abgeschlossen. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt schlägt. Ich bin gespannt, wie schnell sie eingerichtet ist. Und ich bin mal vor allen Dingen über die Bedienung gespannt und wie das alles läuft. Das werden wir alle im nächsten Video machen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.